Ja. Da können wir aber nicht beeinflussen bei Nuggets, was da rauskommt. Das ist meist Ja. vom Spiel abhängig. Hauptsächlich sind es Faumkopf-Nuggets. Was für Centos sehr einfach ist, damit halt diese ganzen Prozesse nicht immer so kompliziert werden. Aber wird echt drauf. Also sonst hätten wir alles durcheinander nachher im Endeffekt. Hätten wir Eisenerz, Gold ist klar, das bleibt auf Minecraft Vanilla, aber dann fängt es mit Kupfer an, sind schon zwei Sorten und Stahl nachher drei Sorten und Ups. das wollen wir ja eigentlich nicht. Oh, hast du die Ja, geändert? habe ich schon. Nein, hast du nicht. Hä? Guck mal richtig rein, wo ich draufstehe. Was ist denn das Problem? Hey, fick dich. Ja, weil ich falsch gedrückt habe. Siehst du? Ja, da ist es. Deswegen. So, Tin. Und da wäre es jetzt auch Ja, normale. warte mal. Da wird es jetzt auch Thermal Expansion Tin statt Hält. Exit Hilo. Das, Wie stellst du das. die denn ein? Mit dem Avenger oder was? Ne? Prozept. Shift-Click rein auf das Fragezeichen und dann kannst Wo du. kannst du es denn einstellen, hä? Du gehst drauf. Ja, ich bin also jetzt in dem Nummer. Case. Ja. Dann machst du das Fragezeichen, Shift-Click. Und dann hast du da Einstellungsrädchen. Oder. Case. Kapierst du nicht, ne? Doch, hatte so. Ja, so, Dann also so musst ein du Pfeil nach Mouse oben. Breitgate und dann auf Down. Und dann hast du das Rezept geändert. Das ist voll einfach. Ist ja voll geil. Das ist drin. Das ist ja egal, dass das so ist. Die sind richtig. Das, das. Haben wir das noch? Und hier haben wir die Öfen. Hier haben wir den Pulverizer-Wert. Ups. Hier haben wir das Crafting-Rezept. Hier ist. Kohle zu Pulverize Dust. Ah! Dann haben wir hier Crafting-Modul drin. Hier wird mit Iron und Pulverize Coal Steel Ingots gemacht. In dem. In dem wird dann Sand zu Glas gemacht. Das wird dementsprechend über eine Satellite Pipe hinten in den Hopper gepumpt. Und die nächste ist Der pumpt falsch. das dann hier rein. Die ist auch falsch. Ja, sehr ruhig. Das mit der Satellite Pipe ist halt so. Man gibt eine Priorität ein, also eine Nummer. In die Satellite Pipe habe ich jetzt 1 und dann habe ich hier Satellite Pipe, da kommt dann das Sand rein, auf 1 gestellt und dann fördert er das dahin. Hier haben wir das Rezept für Lead Ingots drin, Iron und Exen Hilo Ingots ist falsch, natürlich Exen Hilo jetzt. Das Problem ist, Du brauchst ein Ingot ich dafür, brauche ne? jetzt ein Nugget. Warum? Ne, du brauchst doch Ich jetzt ne brauche jetzt ein Ingot, Ferros. meine ich Hier kommt dafür. Ferros rein. Hier muss ja den Nickel gegen Ferros austauschen. Ich bin aber gerade bei Imba dran. Ist doch Inva. Da ist Iron und Ja. Nickel. Aber Nickel ist Exenhilo noch Ja, drin. genau. Das musst du austauschen gegen Ferros Thermal Expansion. Ja. Magst du mir mal ein Nickel-Ingot holen? Ein Ferros ist hinter dir. Den hast du im System. Das Einzige, was du nicht hast, das muss ich eben holen, ist ein Oh, Silber-Ingot. Ferris. Weil Nickel gegen Ferros ausgetauscht wird. Nickel gibt's nicht mehr. Du warst doch bei dem Aber das geht Inver-Rezept. trotzdem. Ja, aber wir haben kein Nickel mehr. Im ganzen System nicht mehr. Gibt es Aber nicht das mehr. geht trotzdem daraus Stahl zu machen. Nein, Inver. War ja. Inver, ja klar, aus Nickel, aber wir müssen ja Ferros. Ferros ist wie Nickel. Heißt nur anders. Ich Ich brauche muss. noch ein Silber-Ingot, auch noch. Bin ich gerade unterwegs? Ich lauf doch schon. Weil wir komplett Ja, von den müssen wir noch. Exen Hilo Nuggets und Nuggets und Ingots runter wollen. Hier können wir halt Obsidian zu Pulverize Obsidian machen, was wir auch gebrauchen können. Für harte Nut. Und hier haben wir halt, dass hier von Cobblestone zu Stein gebaut wird. Bitteschön. Das Problem ist, was ich gesehen hatte, das muss
Ja. Bitteschön. Ich hab grad keinen Platz. Jetzt. Das war hier das erste. Da Ferris einmal rein. Dann läuft das nämlich auch wieder. Dann können wir nämlich auch die größeren bestellen. Weil ich nehme die. Wird mir nicht so Elektrum-Ingots gemacht. Nur weil der Hampelmann alles umstellen musste, muss sich ja einiges ändern. Nicht. Ist wie so eine kleine Puzzleaufgabe. Möchte ich behaupten. Ist wie eine kleine Puzzleaufgabe. Weißt du, was auf dieser Insel fehlt? Was da rein? Auf dieser Insel fehlt immer eine Workbench. Ist nicht Showroom. Ja, hab ich auch schon gemerkt. Na, da konnte ich die zwei Nickel-Ingots, die gibt's ja gar nicht mehr, umwandeln. Zack. Damit der Ferros. Damit das System auch erkennt, wir haben Ferros statt Nickel. Das ist auch Invermachen machen können, weil sonst. Hast du zufällig Redstone und Eisen dabei? Nö. Warum? Na gut, nehme ich eine MK2 dafür. Ne, hab ich gar nicht. Weil, dass er hier nämlich rauspumpt, den Stein, muss ich das hier nochmal ändern, dann schließe ich das halt so an. Was soll er denn aus dem Stein machen? Hier soll er den Stein rauspumpen. Warum machen wir Stein? Weil man Stein brauchen kann. Ja, für deinen Living Walk meinst du jetzt, oder was? Auch, ja. So. Hier machen wir noch ein Extractor-Modul rein. Das tauschen wir aus zwischen einer MK1 noch. Machen wir jetzt erstmal so. Ey, der seitliche, ich weiß gar nicht, welcher Regler war das. Der wahrscheinlich, ne? Ich hab davon wenig Ahnung. Ich habe mir diesen Mod relativ nicht angeschaut. So. Er wandert. Nein, auf jeden Fall. Die Frage war halt der Regler dafür. Auf jeden Fall arbeitet er gerade. Jetzt pumpt der Stein raus, ja? Jo, und das landet halt da hinten im Case drin. Okay. So, das haben wir auch geändert. Wie gesagt, hier wird dann automatisch gecraftet oder geschmolzen und alles. Hauptsache, der macht hier keinen Blödsinn. Sollte er nicht. Immer weg da. Ich lauf schon mal, ne? Ach, ich weiß, was er nämlich gerade veranstaltet. Auspumpen. Den muss ich ausmachen. Weil der soll das ja alles nur hier reinpumpen in den Hopper. Und der hat eben aus dem Hopper rausgeholt und dann hier immer wieder Kapiston da reingepumpt. Der soll das halt so machen. Ach, das macht er schon richtig. So. Irgendwas verschiebt er mal nach oben. Wo? Ah, das ist halt richtig angeschlossen. Das muss er halt angeschlossen haben, dass er das noch erkennt. Ja, das war das bis jetzt. Das war nur das Kleine. Und. Ja. Wir können ja von unten lang gehen. Ist der Weg frei? Ja. Ich habe das einen Kreislauf gebaut. Bäh, ich muss was essen. Ich bin sonst zu langsam. Boah. Halbe Stunde nur um zum Labern erklären und so. Halbe Stunde? Schon 40 Minuten auf dem Tacho. Ja, fast. So, hier läuft das halt alles lang. Das ist unser kleiner Tunnel. Ui. Oh, ich sehe ihn auf der Karte, der kommt näher. Hallo. Hier habe ich Obsidian angeschlossen. Die Caves habe ich alle umgedreht einmal, dass du von drinnen überall angucken kannst. Die auch ein bisschen voll sind. So viel drin ist. Die sind von allen Seiten angeschlossen. Das hatte ich den einen Tag mal ausgeschaltet. Die einen Tag mal ausgeschaltet. Hast du hier verdoppelt? So lange. Eieieiei. Dann habe ich hier oben lang gelegt. Da lang gelegt, dass er halt hinten zum Cobblestone hinkommt. Das werde ich noch komplett bis zu meiner Insel hinten verlegen. Komm erstmal zur Insel. Dann können wir gleich. Lauf! In Nether gehen.
Boosten. So, so über den Zaun boosten. Yeah. Oh, warte mal. Ja, Zwischenstopp beim Essen. So. Oh, ich häng noch ein bisschen Chicken dran. Das Portal gebaut. Glaube ich auch schon in der Aufnahme, ne? Ja, das hat's in Aufnahme. Das hier werde ich wahrscheinlich so machen, dass das alles wegkommt. Alles hinten auf die Insel kommt. Ich komme. Das mit dem Lagern werde ich wahrscheinlich nochmal so ändern, dass ich noch eine weitere Insel hinbaue. Da wo die ganzen Cases stehen zum Lagern. Dass ich hier mir ein System hinbaue, dass ich das von hier aus auch bestellen kann. Bestellung. Das ist viel einfacher, glaube ich, als wenn man hier komplett alles zustehen hat. Hast du hier nur so ein Telmüll zum Bestellen und zum Wegschicken und das passt. Ja, reicht doch. Hier reicht das komplett. Dann habe ich die Blume gebaut, die aus Stein Erze macht. Her damit. Man meins? Ja, er klaut sie wieder alles. Ich klaue mir nicht alles, ich klaue nur das Wichtigste. Aua. Hallo. Was denn? Dann habe ich halt die Phantomlinden gebaut, dass er durch die Blöcke durchschießen kann. Und dass er die Pflanze erreicht. Ich, ja. Welche war das? Das ist die Fortune. Ich brauche die Zigtasche. Ich habe ein bisschen gelevelt, dass ich eine Fortune und Zigtasche Spitzhacke machen konnte. Da war ein Emerald! Geil! Geil! Erze! Ja, du mich auch. Ich habe halt gerade einen Platz. Dann habe ich hier den Mana Pool. Ich habe Platz. Habe ich hier Mana Disperver, dass er den Mana Pool bepumpen kann. Oh. Weiß nicht, wie das ist, wenn hier noch mehr sind. Also zumindest drei Stück drum. Weiß ich nicht. Klubschieß. Geh weg. Hier habe ich drei Spieler, die drauf Feuer und da zwei. Nimm ich mit. Erstmal zack, zack, alles da rein. Weil das unwichtig ist. Oh, ich viel Kohle. Ich hab echt zu viel Mist bei mir gerade schon wieder. Gut, dass man keine. Uiuiui. Oh, oh, oh. Lecker. Was? Die Kohleerze in Sackmill reinzupacken. Gibt es Wahrscheinlichkeit auf Diamanten, auf Coal Dust und 3 Kohle? Ja, dein Clipboard hängt. Was hat er denn? Logistikpipes, Ruhen, Plattform für Agri. Agro. Kann man es abhaken? Ja, geil! Hat er noch nicht. Was brauche ich denn davon noch? Versuch das einfach. Wir warten jetzt erstmal, bis das Ganze komplett hier fertig ist. Ja. Dass die Pools sich auffüllen. Ja, die waren. Und dann kann man später hier komplett alles fertig machen. Also die waren gestern Nacht, waren sie kurzzeitig voll, dann habe ich einmal abgebaut und. Ja, das geht eigentlich relativ schnell, wenn er genug hat. Deswegen die Phantomlinsen nämlich auch, dass er durch die Steine schießen kann. Oben habe ich ja halt das hier noch. Das kennt man schon. Einmal Stein hier rein. Das lasse ich gerade mit dem Produzieren, brauche ich generell hier eigentlich dann auch gar nicht mehr. Ja, kannst ja da hinten. Wenn ich alles drüben hin verfrachte, wenn ich das komplett verlegt habe, hat man gerade gehört, bumm, und schon wieder ist ein Erz entstanden. Knallfrosch. Ja. Knallfrosch. Das kennt man ja, hier hat sich eigentlich soweit nichts mehr getan. Das ist halt eigentlich das meiste, was ich jetzt gemacht hatte, ist für Logistikparts. Ja, das war das Hauptsächliche. What? Was denn? Guck mal. Ey! Lass das. Ich mach doch nix! Ich komm doch nicht mal von hier dran! Du musst ja voll nah dran stehen, dass du dieses Ding triffst. Ja, Lügner. Komm mit. Ab zum Ding? Ich muss kurz mal System nochmal sortieren. Mein Inventar. Dein Müll. Oh! Ich brauch Platz im Inventar, wir müssen was mitnehmen. Ja? Ja. Ich muss das mal eben wegtun hier. Ich glaube, ich muss unten die Crafting Table aber nochmal ändern, weil. Ich weiß nicht, ob er das wirklich deswegen macht. Muss ich gleich mal schauen. Schau gleich mal. Ich muss eben Zwischenstopp bei